If you take all the hours I've flown, it will make more than 2 years I have been away from. Ich denke, in meinem früheren Leben muss ich ein Vogel gewesen sein, da ich mich nur in der Luft zu Hause fühle. Wenn ich alle Flugstunden zusammenrechne, bin ich mehr als 3 Jahre von der Erde weg gewesen. Alles okay? Hey, Daniel, ist gerade gekommen. Ah, Daniel, wie geht's? Wie geht's dir? Ich habe gehört, der Propeller ist endlich angekommen. Oh, nein. Was, du hast ihn nicht? Nö. Machst du Witze? Okay, komm, hol ihn mir. Alles klar. Vielen Dank. War ja auch lang genug, aber jetzt ist er endlich da. Leute in seinem Alter lesen eigentlich Bücher oder sitzen vor dem Fernseher. Er baut halt Flugzeuge hier auf Dominica in Cochrane, wo es nichts gibt. Ich würde nicht sagen, dass er verrückt ist. Er ist einfach nur jung geblieben. Wir beide lieben das Fliegen so sehr, dass wir gemeinsam ein RV-8-Flugzeug gebaut haben. Und er ist glücklich. Er scheint nichts zu bereuen. Dafür bewundere ich ihn. Wenn ich mal groß bin, will ich wie Daniel werden. Vor dem Starten musst du die Checkliste durchgehen. Bist du bereit? Yes, Sir. Höhenruder? Es steht auf 10 Grad. Es muss auf neutral stehen. Okay, ich soll es auf neutral stellen. In Ordnung, neutral. Benzinleitung? Gecheckt. Die Tanks sollten voll sein. Okay. Triebwerk? Yes, Sir. Triebwerk klar zum Abheben. Roger, alles klar zum Abheben. Los geht's. Voller Schub voraus, Starterknopf, los geht's. Sun and Fun, wir kommen. Flying is my life. Fliegen ist mein Leben. Eines bleibt mir aber noch zu tun. Der Traum eines jeden echten Piloten. Mit einem selbstgebauten Flugzeug beim Sun and Fun Festival in Florida dabei zu sein. Hallo Daniel. Hallo. Als parlamentarischer Vertreter dieser Gegend beglückwünsche ich Sie zum Bau Ihres Flugzeugs hier in der wunderschönen Gemeinde Cochrane. Wir freuen uns schon alle auf Ihre Rückkehr aus Florida. Ganz Cochrane und Dominica werden in Canfield am Flughafen sein, um Sie zu empfangen. Also, ich wünsche Ihnen alles Gute und arbeiten Sie weiter so erfolgreich in unserer Gemeinde. This is a great occasion for me. Das ist ein toller Anlass für mich, um euch meine Arbeit zu zeigen. 3,5 Jahre Arbeit.
Ich will jetzt versuchen, den Motor anzuwerfen. Aber bevor ich das tue, wird die Maschine getauft. Und da ich keinen Alkohol trinke, mache ich es mit einer Kokosnuss. Hiermit taufe ich diese RV-8 auf den Namen Rainstar. Nachdem ich mich als Pilot zur Ruhe gesetzt hatte, verließ ich Deutschland, meine Familie, meine Frau und meinen Sohn. Dann fand ich dieses Fleckchen Erde. Ich merkte, dass ich noch viel über mich selbst lernen konnte. Ich habe entdeckt, dass es im Leben noch mehr gibt als nur einen tollen Beruf. Ursprünglich wollte ich nur meine Rente genießen, habe dann aber festgestellt, dass das nur was für alte Säcke ist. Und ich bin ja erst 78. Mir war klar, dass ich noch etwas zu tun hatte. Ein Flugzeug zu bauen und an dem Sun and Fun Festival, einem der größten Fliegerfestivals der Welt, teilzunehmen. Und vielleicht sogar einen Preis zu gewinnen. Dafür musste ich alles aufgeben. Aber alleine war es nicht zu schaffen. In dem Augenblick, als sein kleines Modellflugzeug gegen meine Garage krachte, war er da. Rainstar, ein echter Kariben-Indianer, wie vom Himmel gesandt, der perfekte Assistent. Seinen Flieger hatte ich schnell repariert und nun hilft er mir. Wir sind wie füreinander geschaffen. Er träumt davon, der erste karibische Indianer zu sein, der Pilot wird. Okay, das reicht. Es ist wahnsinnig wichtig für mich, Daniel mit diesem Flugzeug zu helfen. Ich will da sein, wenn er mich braucht. Es gibt Sachen, die er in seinem Alter einfach nicht mehr machen kann. Ich bewundere Daniel für seine fliegerischen Leistungen. Besonders dafür, dass er den König von Jemen, Haile Selassie, und auch andere berühmte Persönlichkeiten geflogen hat. Mit 11 bin ich zum ersten Mal geflogen und war sofort besessen. Mit 16 ging ich als Mechaniker zur schwedischen Luftwaffe. Meine große Chance bekam ich mit 20. Da hat mich Carl Gustav von Rosen, der schwedische Saint-Exupéry, mit nach Äthiopien genommen, wo er im Auftrag von König Haile Selassie die Luftwaffe aufbauen sollte. Dort hat er mir das Fliegen beigebracht. Endlich war ich Pilot. Damals gab es noch keine Navigationssysteme. Man war ganz auf sich gestellt. Es gab nur Kompass und den Blick aus dem Fenster. Am schlimmsten war es nachts. Die Pisten waren nur mit Fackeln beleuchtet und die Flugzeuge unsicher. Wenn ich an all die Bruchlandungen denke, ein einziges Abenteuer. In those days was pure adventure. I flew crates of gold. Ich flog kistenweise Gold, Kaffee und Geheimdokumente. Die Lieferung von Haile Selassies Löwen an den König von Jemen hat mein Leben von Grund auf verändert. Er hat mich zu seinem Privatpiloten gemacht. Ein neues Leben begann. Ein Leben zwischen königlichem Luxus und halsbrecherischen Manövern auf unsicheren Landepisten. Als ich den König das erste Mal traf, haben wir uns die Hand geschüttelt. Ich habe sie wohl sehr kräftig gedrückt, wie wir es im Westen tun.
Resten. Das mochte er nicht. Und er meinte, ich wäre ihm zu barsch. Too harsh. Alle anderen verneigten sich und küssten ihm die Füße. Dazu hatte ich aber keine Lust. Wenn ich so zurückschaue, ich hatte ein fantastisches Leben. All diese Möglichkeiten, diese Zeiten kommen nie wieder. Ich dachte immer, dass ich als Pilot auf nichts verzichten müsste. Aber natürlich musste ich meine Familie von Zeit zu Zeit aufgeben. Einmal hat mich meine Frau angerufen und gesagt, dein Sohn will, dass du heimkommst. Er hat mich vermisst. Nils Holger wanted me to come home. He said he was missing me then. Weißt du eigentlich, warum wir die Schrauben da reintun? Ja, damit wir den Flieger aus der Garage bekommen, ohne die Türen aushängen zu müssen. Genau. Das ist nicht so einfach. Nicht so einfach. Ich müsste es reinkriegen, aber nicht mehr raus. Also, was machen wir jetzt? Soweit ich sehen kann, geht das nur von innen. Das heißt also, ich muss meine Hand da reinstecken? Ich bin ein einsamer Ranger in der Hölle. Alles klar. Ohne Rainstar wäre ich nie so weit gekommen. Es war nicht einfach für ihn mit mir. Aber sein Leben war ohnehin nie einfach. Er ist als kleines Indianerkind adoptiert worden. I would have adopted him too. Das hätte ich auch getan. Rainstar ist wie ein Sohn für mich. Yes. Wirklich. That's true. Über den Wolken ist der einzige Ort, wo ich mit mir selbst in Einklang komme. Fliegen ist das Wunderbarste auf der ganzen Welt. Jeder, der mit mir fliegen wollte, war willkommen. Ob König oder Harem, für mich gab es da keinen Unterschied. Also der König von Jemen, Ahmed Iman, bat mich darum, seinen Harem mitzunehmen. Ich habe seinen Harem geflogen und mich natürlich darauf gefreut, all die Damen zu sehen. Wir waren gerade in der Luft, da bin ich in die Kabine gegangen. Sie waren alle unverschleiert. Doch kaum hatte ich die Kabine betreten, haben sie schnell ihre Schleier runtergezogen. Leider habe ich fast nichts gesehen. Leider. Okay. Schöne Musik, Daniel. Okay, Vorsicht, meine Zehen. Ein wichtiger Tag. Heute bekommt mein Baby sein Herz. 250 Kilo schwer. Hoffentlich kriegen wir es rechtzeitig zum Schlagen. Einen neuen Motor konnte ich mir nicht leisten. Also nahm ich einen aus einer alten Bonanza. Nur war er zu groß und zu schwer. Ganze 6 Monate haben wir damit verloren, ihn einzupassen. Und das Schiff, das wir unter keinen Umständen verpassen dürfen, geht bereits in 3 Monaten. Sieht wirklich gut aus. Fantastisch. Das ist der wichtigste Moment. Davor hatte ich am meisten Angst. Super! Die Freiheit ist der Hauptgrund, weshalb ich Pilot werden will. Bei 30.000 bis 40.000 Fuß in der Luft ist man schon fast im Weltall.
Weg vom Elend, weg von den Armen, weg von den Reichen. Da oben gibt's nur dich, ein paar andere Piloten und Flugzeuge. Das ist einfach das Größte für mich, wie im Himmel. Guten Morgen. Ein paar Bananen, bitte. Ja, Sir, ja, Sir. Wie wär's mit dieser hier? Danke, Sir. Danke. It's been a long time. Von meinem Sohn habe ich lange nichts mehr gehört. Hoffentlich schreibt er mal. Ein Brief von Mark, ein guter alter Pilotenfreund aus Florida. Er kommt nächste Woche. Wissen Sie, es hat alles viel länger gedauert. Es war nicht so einfach. Wirklich? Danke, tschüss. Meine Bank hat mir mitgeteilt, dass mein Konto leer ist. Das kann ich gar nicht glauben. Wenn das wahr ist, weiß ich wirklich nicht, wie ich weitermachen kann. Wir müssen noch so viel kaufen. Wie soll ich das bezahlen? Ich möchte... Es kommen viele Kosten auf mich zu. Ich brauche einen Kredit. Kann ich bitte den Abteilungsleiter sprechen? Tut mir leid, aber der ist momentan nicht da. Er wird auch die nächsten Wochen nicht da sein und ich weiß auch nicht genau, wann er wieder zurückkommt. Ein alter Mann und ein unfertiges Flugzeug reichen der Bank nicht für einen Kredit. Wie sich die Zeiten ändern. Damals im Jemen wurden wir gut bezahlt. Es gab keine Bank, kein Papiergeld. Die haben uns in Silbermünzen bezahlt. Jeden Monat bekamen wir einen Sack voll. Der wog ungefähr 30 Kilo. Ein Monatsgehalt, 30 Kilo Silber. Bei zwei Gehältern wog das Ganze dann 60 Kilo. Zu schwer, um es zu tragen. Also habe ich es in Gold umgewechselt. Das wog weniger. Immer wenn ich im Hotel in Aden ankam, wollte ein Page unser Gepäck aufs Zimmer bringen. Er versuchte, meine Tasche hochzuheben. Es war keine besonders große Tasche, aber sie war voll mit Münzen. Er konnte sie einfach nicht hochheben. Ich habe mich totgelacht. Wir sind so kurz vor dem Ziel. Wir können jetzt nicht einfach aufhören. Wir brauchen unbedingt das Geld, sonst ist es vorbei. Ich habe keine andere Wahl, als meine Freunde zu fragen. Hoffentlich finde ich jemanden. Ich frage mich manchmal, wofür ich das tue. Wofür bringe ich mich immer wieder in solch schwierige Situationen?
Eigentlich ist das hier ein Paradies. Aber ich bin alleine und das ist nicht immer so einfach. Es wäre schön, wenn ich mit jemandem zusammenleben könnte. Meine Frau war schon mal hier, aber mein Sohn nicht. Ich weiß nicht, warum er mich nicht besuchen kommt. Er liebt die Natur. Ich bin mir sicher, dass es ihm hier gefallen würde. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Als er noch klein war, habe ich ihn zum Fliegen mitgenommen. Er kam zu mir ins Cockpit, aber eigentlich hat ihn das nicht interessiert. Er hatte Kakerlaken gefunden und die interessierten ihn viel mehr. Heute kommt Mark. Er ist meine letzte Hoffnung. Es ist mir unangenehm, gerade ihn nach Geld zu fragen, weil wir uns schon so lange nicht mehr gesehen haben. Mark ist ein wahrer Freund. Er überweist uns das Geld einfach so. Er ist unsere Rettung. Mark ist genau wie wir. Mark ist one of us. Eines Tages sollte ich den König in die entlegene Stadt Hatscha fliegen, oben in den Bergen. Schon im Anflug fand ich, dass die Landebahn ziemlich kurz aussah. Aber ich verließ mich auf einen Mann, der mir versicherte, sie sei 500 Meter lang. Also setzte ich zur Landung an, so langsam und so weit vorn wie möglich. Dann bremste ich, so stark ich konnte. Wir kamen genau vor einem Hügel zum Stehen und ich merkte, dass die Landebahn nur 250 Meter lang war. Also fragte ich den Mann, was soll das? Sie haben behauptet, das wären 500 Meter und jetzt sind es nur 250. Er antwortete mir, Sir, ich habe kurze Meter gemeint. Tja, sowas habe ich noch nie gehört, aber das war seine Antwort. Später habe ich dem König gesagt, dass es absolut unmöglich sei, mit einem Flugzeug da zu landen. Also war das wahrscheinlich das erste und letzte Mal, dass ein Flieger in Hatscha gelandet ist. Nie hätte ich gedacht, dass es so lange dauern würde, die Maschine zu testen. Gott sei Dank ist das letzte Teil noch gekommen. Nur der Propeller hatte noch gefehlt. Und jetzt kann mein Baby endlich seine ersten Schritte machen. Wir haben 3,5 Jahre, also rund 3000 Stunden daran gearbeitet. Das ist eine Menge. Irgendwas stimmt nicht. Mach weiter. Drück es rein. Das hat nicht gepasst. Gibt's ein Problem? Naja. C'est la vie. Ich mach das schon. Wir kriegen das hin. Das war's. Das Gewinde ist hinüber. Es war unsere letzte Schraube. Die kann man nur noch wegschmeißen. Brian hat einfach alles in seinem Laden. In his store. Die Schraube kann ich binnen einer Woche besorgen. Die ist teuer, sehr teuer, aber immerhin verfügbar. Du musst sie nur bestellen. Das hat mir gerade noch gefehlt. Dass ich eine Woche auf die Schraube warten muss.
Warum jetzt, so kurz vor dem Transport? Weniger als 2 Monate bis zur Flugshow. Und der Motor ist noch nicht einmal getestet. Mein Sohn Nils Holger schreibt nicht gerade viele Briefe. Telefonieren, schreiben, irgendwie ist das nichts für uns. Ich denke, wir müssen uns treffen, persönlich. Ja, mein Sohn Nils. Ich hätte ihm öfters zuhören sollen. Mir mehr Zeit für ihn nehmen sollen. Einfach zuhören. Das habe ich verpasst. Halt mal. Thanks God. Gott sei Dank, die Schraube ist da gerade noch rechtzeitig. Last screw. Die letzte Schraube. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass wir 3,5 Jahre bauen würden. Endlich sind wir soweit, den Motor zu testen. Hiermit taufe ich diese RV8 auf den Namen Rainstar. Jetzt aber los. Jetzt müssen wir das Baby sicher zum Hafen kriegen. Das Schiff nach Florida wartet. Und wieder müssen wir sie auseinandernehmen und heil durch den Dschungel kriegen. Hoffentlich geht alles gut. Die Zeit haben wir nicht. Super, genau das Richtige. Glaubst du, das passt? 2 Inches. Zu kurz. Zu kurz. Oh Mann, ich glaube nicht, dass es hinhaut. Brian, wir haben ein Problem. Es passt nicht. Als ich in Äthiopien war, gab es da viele Italiener, die behaupteten, dass sie alles reparieren können. Sie meinten, sie reparieren es auf Ostafrikanisch. Davon habe ich viel gelernt. Einmal musste ich im Busch landen, weil ich einen Platten hatte. Mir blieb keine andere Wahl, als Gras in den Reifen zu stopfen.
So konnte ich wieder abheben, um nach Hause zu fliegen. Wir sagten immer, wir reparieren alles auf Ostafrikanisch. 6-10. Es sind 6-10, oh Mann. Hier können wir die Räder hinstellen. Genau das wollte ich auch tun. Da machen wir ein Stück Sperrholz drüber. Ja, genau das habe ich auch gesagt. Okay, lasst uns weitermachen. Morgen ist der Transport. Genau hier habe ich gestanden und wollte gerade das Höhenruder anbringen. Dann sah ich, wie er fiel. Es war seltsam. Er ist ganz langsam in sich zusammengesunken. Ich habe große Angst bekommen. Ich habe noch nie so etwas gesehen. So wie er seine Augen verdrehte. Ich dachte, er sei tot. Er reagierte auf gar nichts mehr. Die letzten Tage waren hart. Vielleicht war alles ein bisschen zu viel. Aber ich habe mich nicht schlecht gefühlt. Hat mich jemand fallen sehen? Ich dachte, du hast einen Herzinfarkt und würdest sterben. Du bist einfach umgefallen. Ja. Ich hatte große Angst. Okay. Wie geht's dir jetzt? Ich glaube, wir sollten weitermachen. Was meinst du? Randstar hat alle unsere Freunde herbeigetrommelt. Und jeder ist gekommen, damit wir das Schiff nicht verpassen. Okay, langsam. Okay, weiter. Okay, hört auf. Ist okay. Gesegnet sei König Haile Selassie. Gesegnet Rastafari. Ja, Herr Daniel. Pilot Daniel. Gesegnet. Gesegnet König Selassie. Das ist doch Wahnsinn. Erst haben wir sie mühsam zusammengebaut und dann wieder zerlegt. Nur um sie runterzukriegen. Und das mit einem Anhänger ohne Bremsen. Vorsicht! Stopp! Wir brauchen ein Seil. Langsam. Die Kurve ist gefährlich.
Langsam. Wartet. Ganz weiter, Daniel. Weiter. Vorsicht. Gerade. Ich kann nicht sehen. Hey, wartet mal. Das sind zu viele Leute. Nur zwei auf jeder Seite. Die anderen sollen weg, weil ich sonst nicht sehen kann. Okay? Gerade. Vorsichtig. Gerade. Vorsicht. Okay. Nun ist sie auf sich allein gestellt. Mein Flug geht morgen und ich werde rechtzeitig da sein, um sie vom Schiff zu holen. Rainstar kommt eine Woche später. Zum ersten Mal sind mein Baby und ich getrennt. Ich habe viel Energie. Ich kann manchmal ohne Pause von morgens bis abends arbeiten. Tja, man könnte es auch Flucht nennen, vor der Einsamkeit hier. Hier macht man alles mit dem Auto. Du musst zur Bank mit dem Auto. Du musst noch nicht mal aussteigen. Du kannst alles vom Auto aus erledigen. Daran muss man sich erst mal gewöhnen und den Weg finden. Das ist nicht leicht, aber dafür habe ich was. Einen Kompass. Da weiß ich immer, in welche Richtung ich fahre. Das hilft mir sehr. This helps a lot. Ich bin ganz schön aufgeregt. Hoffentlich ist alles in Ordnung. Das Sun and Fun Festival fängt am 2. April an. Also habe ich etwas mehr als einen Monat. Ich glaube, das reicht. Als erstes werde ich sie anmalen und den Motor checken. Dann kann ich sie zum ersten Mal fliegen. Alles muss perfekt funktionieren. Das bin ich Rainstar schuldig. Hallo? Rainstar hat das Geld für den Flug noch nicht. Er sitzt auf Dominica fest. Alleine kann ich es nicht schaffen. Ja, das ist vielleicht besser. Hey, Daniel. Hey, Brad. Wie geht's dir heute Morgen? Gut, und dir? Gut. Nett, dass du gekommen bist. Ich brauche deine Hilfe. Okay. Daniel, steig ein. Das ist der erste Versuch seit Dominica. Hier ist alles schwieriger als auf Dominica.
Ich weiß nicht, warum. Dinge, die dort funktioniert haben, tun es hier nicht. Irgendwas ist passiert. Das Höhenruder funktioniert nicht. Die Höhenruderanzeige. Ich habe 2 Tage dran gearbeitet. Auf Dominica ging es noch und jetzt nicht mehr. Seit Rainstar es nicht geschafft hat zu kommen, ist alles wie verhext. Als ob mein Baby spürt, dass er nicht da ist. Zunächst muss der Motor wieder laufen. Das ist das Wichtigste. Wenn der Motor nicht läuft, haben wir ein wirklich ernstzunehmendes Problem. Es kann sein, dass ich auch hier einen Kredit aufnehmen muss. Vielleicht mache ich das. Wenn ich keine reiche Frau kennenlerne. Aber das glaube ich nicht. Vielleicht war ich von Anfang an zu optimistisch. Ich glaube nicht, dass ich es vor dem 2. April schaffe. Es sieht, wie soll ich es sagen, nicht gut aus. Es sieht so aus, als würde ich es nicht schaffen. Rainstar war völlig aufgelöst, als er mir erzählte, was heute in der Schule passiert ist. Die Schulleiterin hat einen Sponsor für sein Ticket nach Florida gefunden. In 2 Tagen ist er da. Oh Gott, hoffentlich kriege ich das Flugzeug bis dahin noch hin. Wir haben alles probiert. Der Motor will einfach nicht laufen.
Wie erkläre ich bloß Friendstar, dass unser Baby nicht fliegen wird? Wow. Hallo. Hi, Daniel. Hallo, wie geht's dir? Gut. Okay. Wir sind schließlich nicht zum Spazierengehen hierher gekommen. Irgendeiner dieser vielen Experten muss uns doch helfen können, das Flugzeug in die Luft zu kriegen. Naja, ich glaube nicht, dass es ein großes Problem ist. Der Motor ist noch nicht viel gelaufen. Das kriegen wir hin. Kein Problem, dafür sind wir ja da. Okay. Na also, war doch klar, dass wir jemanden finden. Endlich können wir entspannen. Er hat versprochen, bis morgen ist alles in Ordnung. Staring down into the fire.
Sie konnten auch nichts ausrichten. Das darf doch nicht wahr sein. Warum nur will sie nicht fliegen? So kurz vorm Ziel. Jetzt ist alles aus. Einer der wichtigsten Sachen, die ich von Daniel gelernt habe, ist, dass man viel Hingabe und Stärke braucht. Und egal, was sich dir in den Weg stellt, du musst die Herausforderung annehmen. Ich bin sehr enttäuscht, dass es so kommen musste. Jetzt wird es Zeit, unsere eigenen Wege zu gehen, unsere Ziele zu verfolgen, unsere Träume. Es ist jetzt Zeit, sich zu verabschieden. Rainstar muss jetzt wieder zurück in die Schule. Es war wunderbar, mit ihm zu arbeiten, und er hat mir viel geholfen. Aber ich bleibe jetzt so lange in Lakeland, bis das Flugzeug fliegt. It sounds incredible, but it's true. Unglaublich, aber wahr. 2 Millimeter haben uns von unserem Ziel getrennt. Die Motoraufhängung hat sich während des Transports leicht verschoben und die Benzinleitung verklemmt. 2 Millimeter und die Show war vorbei. Heute bringe ich mein Baby zum ersten Mal in die Luft. Man ist nie hundertprozentig sicher, dass alles klappt. Natürlich könnte was schiefgehen. Aber hoffentlich nichts Schlimmes. Ein selbstgebautes Flugzeug in die Luft zu bringen, ist was ganz Besonderes. Du musst dich gut einschätzen können und bereit sein, an deine Grenzen zu gehen. Wenn dann alles klappt, ist das die höchste Erfüllung für jeden Piloten. Und das war immer mein Traum. Ich traue dem Motor noch nicht so ganz. Deshalb habe ich gestern die Umgebung abgecheckt, falls ich notlanden muss.
Register. This is dein Papi. Hallo. Und, Deine letzte Postkarte habe ich ja auch gekriegt. Da hast du, ja. Oh, ja, da, vielen ja. Dank noch, ja. Lakeland, wo ist denn das denn? Lakeland ist in der Mitte von Florida. Dominica ist viel besser. Ich muss mal versuchen, dass ich da mal hinkommen kann, dass ich noch Geld habe, dann... Ja, wenn du da, wenn du hier bist, dann ist alles... mein Deutsch ist schlechter. Ja, geht noch. Geht noch. Ich freue mich, deine Stimme zu hören. If you're